Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vanilla. Mit dabei der Crazy. Hallo. So, wie gesagt, wir haben uns jetzt mal hier einen Ort gefunden, wo wir leben können. Beziehungsweise er geistert noch in der Weltgeschichte rum. Ja, ich plündere gerade eine Pyramide und ja, bin ein bisschen reicher an Erzen schon. Ja, einen Erzen haben wir auf jeden Fall. Also, ich habe ganze ein Eisenerz dabei. Nein, nein, ich habe 7 Eisen bekommen, 13 Gold, 2 Dias, 9 Emeralds und verdammt viele Pferderüstungen. Perfekt. Und 4 Goldäpfel. Gut, ich gehe jetzt erstmal hier die Holzreserve schon mal was auffüllen. Obwohl, warte, ich kann auch gleich schon mal währenddessen noch was zu fressen machen. Ach, ich bin auch gewohnt, dass ich das einfach rausdrehen kann. Zack, zack, passt. So, irgendeinen bestimmten Wunsch, aus welchem Holz das Haus gemacht werden soll? Kein bisschen. Jo, dann arbeite ich ein bisschen mit Birke und Eiche. Eiche, ja. Eiche! Mit Eiche nur. Ey, Mann, ja, man hört teilweise, ich bin noch ein bisschen tot. Bin ein bisschen verkatert, glaube ich. Also nicht, das glaube ich, bezieht sich jetzt nicht darauf, ob ich verkatert bin, sondern nur ein bisschen. Mann, lustige Feier gestern. Wir hatten wieder eine unserer Hashtag-Milchpartys gemacht. Warum, warum, warum? Ja, ich dachte, die Folge geht's doch hoch. Geil, aber wir hatten gestern nochmal einen Kumpel gefragt, ob der Auto vorbeikommt. Ja, ist kein Ding. Ich gehe gerade was holen, dann komme ich rüber. Was passiert? Der ist im Trinkgut, ist ja zusammengebrochen. Okay. Jetzt halt mal, was er. Wollte er holen? Der wollte eigentlich nur noch ein bisschen sammeln schnell. Weißer Zeug, Jägermeister wollte er noch holen. Weißt du, was passiert ist? Hat die Flasche Jägermeister im Getränk gemacht, getrunken? Nee, das ist der Krache schlechthin. Der ist zusammengebrochen und dann einfach eingepennt. Lol. Der ist komplett weggeknackt. Das hatte ich auch noch nie. Das war schon mal so ähnlich, aber noch nie so stark. Das, was ich mal verbracht habe, Was? war bei Kumpels. Wir haben war irgendwann Sommer, so Herbst so, und es war schon etwas kühler. Und da haben wir halt gedacht, nachdem wir nichts vorhaben, gehen wir einfach mal saufen, so spontan. Haben uns bei einem Kumpel im Garten gehabt, der hat auch mitgesoffen. Ich Ach, hatte eine. echt? Ich hatte gedacht, der hätte den Garten übernommen und den rausgeschickt. Das war am Ende fast so. Und ja, ich hatte eine Flasche Wodka dabei, Wodka Gorbatschow und eine Dose Monster Energy. Naja, ich hätte mir irgendwann so gedacht, so, warum kippe ich nicht einfach den Wodka in den Energy rein? Da muss ich nicht mischen. Habe ich auch so gemacht. Nach der halben Flasche Wodka war ich so betrunken, dass ich nicht mehr gemerkt habe, dass von der Energy nichts mehr da war. Sondern ich nur noch blanken Wodka reingeschüttet habe in die Energy-Dose und getrunken habe. Läuft bei dir. Und dann so kurz bevor die Flasche Wodka leer war, nehme ich gerade so den vorletzten Schluck. Dann fragt mich so von einem Kumpel, die Schwester, geht's dir gut? Ich so, Auf einmal, alles raus. Ja, wir haben da für solche Fälle haben wir schon unsere Bertha. Jeden Fall, der Kumpel, wo den Garten gehört. Warte, 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 ich hol dir einen Eimer, ich hol dir einen Eimer. Er holt einen Obi-Eimer und ich penne einfach auf dem Obi-Eimer fast ein. Während die gekotzt haben. Alter, du Freak. Es war geil, also. Naja, und dann, ich habe meinen Kumpel gepennt, der war im Jugendhaus bei einer Feier. Da haben die den angerufen. Ja, komm sofort her. Bist du jetzt voll besoffen, voll fertig? Ja, okay. Dann ist er hergekommen.
Hat mich ein anderer Kumpel noch, da haben die mich zu zweit nach Hause zu ihnen getragen. Und ich bin gerade so aus dem Garten raus bei dem Kumpel. Dann sagt der eine kurz: Kannst du stehen? Ich so: Ja, geht. Lässt mich los, läuft rein und verabschiedet sich von den anderen. Was ist? Ich breche einfach voll zusammen. Also, ich bin nicht umgefallen oder so, sondern ich bin einfach in mich zusammen zusammengeklappt und war einfach so zangbefallter da am Boden gelegen. Dann kommen die raus, sehen die mich: Oh, Christian, bist du zusammengeklappt? Okay. GG. Also, ich fand's lustig. Dann am nächsten Tag hol ich mir meine Mutter ab. Ich sitze im Auto. Das ist meine Hose rot. Dann will die Hose hoch. Oh, mein Knie ist offen. Das war von gestern, wo ich zusammengeklappt bin. Das Geile war aber auch jetzt einfach mal, als ich noch in die Schule gegangen bin, Abschlussprüfung Wirtschaftslehre. Eine Frage. Wofür steht die Abkürzung GG? Ich war am Grübeln, ich war am Grübeln. Mir ist nicht eingefallen, was sie von mir wollten. Ich schreibe einfach nur das Einzige, was mir eingefallen ist. Gott, Cam? Ja. Wer hätte mal drauf kommen können, dass das Grundgesetz gemeint ist? Jetzt, wo du sagst, ja, das ist das Grundgesetz, ja. Seitdem ist es bei mir einfach nur noch die Rede, das ist richtig, also dieses Spiel ist richtig Grundgesetz. Oh Gott. Nein, Dominik. Oder Dosch. Okay, ich nenne dich ab sofort Dummi. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber irgendwie haben mich gestern alle angefangen, Alpha Kevin zu nennen. Ich habe auch keine Ahnung, wie das entstanden ist. Hallo Kevin. Halt die Schnauze. Nein, Weißt du? Kevin. Okay, alles klar, wenn du hier rüber kommst, hast du sofort ein Schwert im Nacken. Weißt du, weißt, dass du noch einige Male stirbst, ne? Ja, du auch. Sollen wir zwei Eingänge machen? Das wird sich hier so anbieten. Einen für dich, einen für mich, oder was? So ungefähr. Ich weiß noch nicht genau, wie ich einen Eingang machen soll. Oder hier könnte man eigentlich auch so eine Pistentür machen. Ich weiß noch nicht. Ich mache erstmal ganz stumpf eine Tür rein. Ich glaube, das wird Eine episch. Tür für den Führer. Was? Christian, wir sind in der Aufnahme, also jetzt keine rassistischen, nationalsozialistischen oder sonstigen Bemerkungen. Ich weiß, das ist bei dir standardmäßig, aber jetzt bitte nicht mehr. Nö. Boah, wir haben auch so eine richtig geile App gefunden fürs Trinkspiel. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die heißt. Ist halt mit Werbung und so weiter am Anfang, aber wenn man das dreimal gespielt hat, oder fünfmal, keine Ahnung. Kannst du die Werbung ausschalten? Finde ich relativ cool. Es Wo? gibt dann halt einfach so solche Aufgaben, so ein Tippspiel, da fallen dann Bierflaschen runter, die musst du dann antippen. Und je nachdem, wie viele du berührst, desto weniger musst du trinken. Und wenn du unter 0 kommst, dann müssen die anderen trinken. Ich habe einfach nur so random später drauf getippt, was passiert. Ja, was? Die anderen müssen nächsten? Also komplett leer trinken? Gefällt mir. Das Höchste, was einer geschafft hatte, einer muss zwei trinken. Wie kann man noch mit Pferde zähmen? Draufstelzen. Einfach rechtsklick. Aha, das kann man nicht mit einer Hand. Kann man nicht mit einem Item in der Hand machen. Das wusstest du nicht? Nee, gerade nicht. Lol. Kommst du dann auch gleich mal hier rüber? Naja. Ja, heißt leck mich am Arsch. Wie viele Blöcke bist du? Was sagt man die Koordinaten? Minus 14.500 und minus 3.300. Wie viele Folgen brauchst du zum Rüberlatschen oder willst du dich einfach porten? Ich habe jetzt ein Pferd. Ja, hier sind auch in der Nähe Pferde, ne? Ich habe jetzt noch ein Pferd. Alles klar. Geniale war auch einfach mal. In zwei unterschiedliche Richtungen abzuhauen. Ja, ist auch. Nee, gestern Abend einfach nur bei uns. Wir so, also bei uns der Kaufland ist circa 5 Minuten zu Fuß weg. Weißt ja, ne?
War ja schon bei dir. Ja, auf jeden Fall. Wir sind dann so um 10 vor 10 sitzen wir da. Irgendwie habe ich noch Hunger. Ich auch. Lass uns mal zur Kaufland gehen. Okay. So 3 Minuten bevor die zumachen, flitzen wir rein, holen 10 Lasagnen. Oh mein Gott. Das Gesicht von den Verkäufern war genial. Da kommen so 4 Stock Besoffene rein. Mit 10 Lasagnen. Ich glaube, die haben sich auch nur gedacht, okay, ich will raus. Ich hab mein Bett vergessen. Geil! Ja, wir haben noch Wolle. Ich habe auch noch Wolle Ja, eben. dabei. Machen wir jetzt auf ein tolles Bett. Aber es wird schon Nacht. Lieg. Jo, ich stell grad um. Lob, ich lieg auch. Boah, währenddessen kann ich mal einen guten Schluck aus meiner Coca-Cola Life nehmen. Ein Produkt der Coca-Cola Company. Und wieder 30 Euro in die Kasse. Wie, ich mache hier keine Werbung, Kasse oder was? Ja, ganz genau die. Boah, es wird lustig, das noch alles hochzuladen. Ich will sehr jetzt schon kommen. Ich kann heute und morgen kann ich nichts mehr im Internet machen. Oh, du Armso. Ja. Ja, ich meine, morgen ist es mir relativ egal. Ich muss morgen eh noch die ganze Zeit Koffer packen. Stimmt, du fliegst ja dann weg, ne? So, das kommt mit rein. Also die Hütte, die ich jetzt baue, ist mal so sporadisch. Okay. Wow. Das ist alles in meinem Inventar. Wow. Das hat gerade echt fast alles in mein Inventar gepasst. Wahnsinn. Ich würde sagen, wenn du gleich dann hier bist, dann warten wir mal schnell alles durch und dann können wir mal eine kleine Farmtour machen, ne? Ja, ich bin am Ende der Welt. Echt? Also zumindest das vor meiner. Na, dann nehme ich mal mein Pferd alles ab. Ich doch nur ein paar Seeds. Oh, danke, Zitina. Wenn ich jetzt eine Bereinigung abschließe, kann ich ganze 1,7 Megabyte freischalten. Freigeben. Jo. Lohnt sich. Läuft. Okay. Dann teleportiere ich mich mal zu dir. Jo, warte, ich stelle mich gerade in die Lava. So, warte mal, es war. Hä? Es war. Wieder zu Ziel, oder? Genau. Okay. Soll ich wirklich Enter drücken? Ich bin mir noch nicht sicher. Hi. Hi. Ja, da drüben ist die Lava, hüpf mal rein. Yay! Ach komm, machen wir schon mal hier einen kleinen Boden rein. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe schon irgendwie eine gute Idee, wie wir das hier bauen können. Lol, da hast du dich eingebaut. Ja. Weil jetzt stand eben genau davor, hau's erstmal ab. Ja. Ein bisschen echtes Genie. Ja, klar. Ich habe auch schon. Ja, sprich. Bin doch immer ein Genie, also bitte. Entleer mich mal kurz in die Kiste. Ist ja eklig. Geh dafür wenigstens auf die Toilette. Warte. Reicht das? Ja, meine Nerven sind jetzt schon tot. Lob, lob, lob. Alter, wenn da so viel. Oh, du hast noch einen Sattel? War nur ein. Also.
Teamwork. Ja, yeah. Teamwork OP. Ich gehe mal kurz ein Pferd drüber holen. Obwohl ich schon eigentlich zwei Pferd. Kommst du mit? Ja. Die waren nicht relativ weit in der Nähe. Weit in der Nähe. Mhm. Gut Deutsch. My Deutsch very Merkel. Neuland. Mhm. Noch mehr Kürbisse. Oh. Setzlinge. Wo bist du? Da. Gibt's ein komplett schwarzes? Ah ja, das Werk mag es, wenn ich es da kraule. Oh mein Gott. Das sieht so bescheuert aus. Wow. Das Horrent hätte man irgendwie noch spannender machen können. Na, magst du mich jetzt? Ja, das mag dich. Nein, das hab ich doch. Es hat aber gerade Herzen gegeben, ne? Wieso hat es mich danach nochmal abgeworfen? Keine ich Ahnung. Ich komme gleich mit dem Sattel sofort wieder, ne? Oh ja. Ich will noch überlegen, ob wir die Pferde erstmal ins Haus stellen sollen. Lol. Ach. Hä? Ach, stimmt, wer ist. Hast du dich gerade wieder her teleportiert? Nein. Warst du nicht gerade auf einmal neben mir? Okay, also der Pferdestall ist sehr Peter genommen. Alter. Ich komm zu dir rüber, ne? Ja, ja, ich bin schon dabei. Ah, ich sehe schon, schießt schon das Pferd. Ja. Wer sein Pferd liebt, der schiebt. So in etwa. Hey? Was? Ich hab gerade einfach absteigen gedrückt. Also du wirst sofort erkennen, wo das Pferd untergebracht ist. Blicke ich nicht. Okay. Wollen wir dann einmal kurz neue Ausrüstung machen und dann... Alter, wie viel Fleisch hast du dabei? Ich habe ziemlich viel getötet. Ich merk's. Ich habe auch schon ziemlich viel gegessen. Okay, Eisenerz hast du auch was dabei, dann können wir ja... Wollen wir zwei Eisen... Hätte noch mehr TNT mitnehmen können. Fuck! Das nehme ich lieber mit. Ich brate mal ein Stack Schweinefleisch durch. Hast du einen Eimer gefunden? Nein. Dann mache ich erstmal so. Dann machst du Erde. Was? Erde? Ja, ein Stack Erde, perfekt. Ach so. Hm. Erde, ja, Erde. Nein, ich habe also irgendwie gerade total falsch verstanden, ob ich Erde mag. Ja, magst du Erde. Soll ich noch was Eisen, das Eisen jetzt auch noch durchbraten oder sollen wir das erstmal warten? Kannst du. Also wir könnten Rüstung. Na komm, ich mach noch gerade einen weiteren Ofen. Wie sollen wir es machen? Jeder eine Eisenspitzhacke oder zwei? Erstmal eine. Und ein Eisenschwert würde ich sagen, ne? Ja, safety first. Fäden hast du keine, ne? Nicht, dass ich wüsste. Oh Mist. Was ich aber nochmal, glaube ich, mache. Ich mache mal gerade eine Feldhacke. Dann könnte ich jetzt nicht mal was Weizen. Obwohl, müssen wir Weizen. Ja, kommen wir. Pflanzen Weizen an. Ende. wo habe ich meine Seeds? Hä? Empfehlung: schau nicht raus.
Ich habe schon gerade gefragt, bin ich gerade blind oder blöd? Alles klar. Dann hol dich wenigstens die Melone und pflanze dich schon mal an. Oder hast du dich auch schon mitgenommen? Ja, wie auch schon. Alles klar, gut. Dann pflanze ich die Zuckerrohr an. Teamwork OP. Ich habe halt mal gedacht, ich habe eine Feldspitzhacke, also bitte. Wieso hast du dir schon eine Feldspitzhacke gemacht? Wieso hast du schon eine? Wenn du in den letzten Folgen mal nachschaust, habe ich irgendwann mal angefangen, alle Achievements zu machen. Okay. Weißt du, dass mir auch noch was gefallen ist? Weißt du noch, wie wir darüber gesprochen haben, dass die Minecraft-Achievements jetzt hier die ganzen Biome durchwandern, das Schwierigste sein wird? Allein schon wegen einem, glaube ich. Ein Biom könnte richtig lustig werden. Nehmen wir kurz Eisen raus. Ja. Jetzt kannst Hier. du es, jetzt kannst du auch ein Eisen rausnehmen, dann hast du auch das Achievement. Oder müsstest du sagen, komm, perfekt. Hast du schon zwei Eisen für ein Schwert, oder? Nein. Also ich werfe dir das Eisen zu, was da drin Hier sind schon ist. mal Spitzhacken und das. Wir könnten noch einen Eimer machen, obwohl. Braucht man gerade nicht. Christian, ein Schwert hinter dir. Hast du es? Ja, und es wird dunkel. Okay, ich nehme auf jeden Fall nochmal ein Stack Kabel mit. Holz nehme ich mal 8 Logs mit. Na, Schnucki? Da ist Diggi. Kommst du öfter hier vorbei? Ja, jede Nacht. Oh Gott. Fackeln bräuchten wir noch, ne? Mach mal 8. Ich verbrate mal 8 Kohle bei mir. Ja, 11 habe ich noch dabei, aber es wird nicht allzu lange reichen. Eine Werkbank nehme ich noch mit. Was brauchen wir noch? Ofen können wir unterwegs machen, das ist kein Thema. 32 Fackeln. Ich brauche noch meine neuen Smaragde dabei. Ja, komm, die Steinspitzhacke können wir eigentlich auch mitnehmen. Ja, ich habe auch drei Steinspitzhacken, Steinschwert, alles dort mit dabei. Ich mache noch gerade Schaufeln. Mache ich nochmal zwei Stück. Stimmt ja, die habe ich komplett vergessen. Ja, ich hatte noch eine dabei, aber die ist halb abgenudelt. Wo bist du? Wo bin ich? Warte. Ja, also da. Hab gerade noch ein paar Tiere getötet. Jo. Fackeln hast du dabei? Hier. Ach, hier ist ja auch noch Kohle. Nehmen wir die nochmal mit, dann haben wir noch was mehr. Wir finden eh genug unterwegs. Ja. Hast du dir jetzt eigentlich mal den Mod Chance Cubes angeschaut? Nein, du hast mir noch nie was davon gesagt. Das hatte ich mal in die Gruppe geschickt, in die YouTube-Gruppe, dass ich den wie die Pest hasse. Okay. Dann habe ich mir das halt ganz angeschaut. Also ganz ehrlich, dieser Mod ist meiner Meinung nach so ein Haufen Scheiße. Es gibt so viel Scheiß-Mods. Also ich habe jetzt noch 19 Kohle dabei. Okay, wo haben wir uns 100 Karten? Gar nichts untergraben. Da drüben ist eine Schlucht. Die können wir aber benutzen. Wo, 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 wo? Hier entlang. Okay. An der Lava vorbei, geradeaus, geradeaus, an der Pfütze vorbei und geradeaus. Wegbeschreibung. Perfekt. Da sieht man sie schon. Ich habe die gar nicht, glaube ich, gar nicht mehr richtig in Erinnerung, ob die tief genug ist, aber da wird schon klappen. Geronimo! Ja, da sehe ich schon Lava. Also hier ist Eisen. Ach, stimmt ja. F. 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 Also was, gut. Ich bin ein Minecraft-Profi. Das wusste ich schon immer. Oh, ich muss auf jeden Fall gleich noch eine Schere machen. Wieso? Ach, nur so. Ich muss gleich noch was für meinen Kumpel. Ein Kumpel von mir muss ich gleich noch was craften. Muss ich's wissen? Glaub mir, es wird ein neuer Grund, mich zu töten.
Okay. Oder zumindest mir eine zu verpassen. Also töten. Ah, ne. Verpassen reicht. Ich würde gerne auch noch irgendwann mal was verzaubern. Wenn man zu faul ist, beide Hände von der Tastatur zu nehmen, einfach die Flasche mit dem Mund aufmachen. Standard. Ah, hier geht's tiefer und es ist. Ne, das ist nur eine Hürde. Alter. Wir kommen die Flasche nicht auf. Verdammt. Jetzt auch Werbung machen, aber ich lasse es. Fanta, Cola? Nein, Sprite. Ein Produkt der Coca-Cola Company. Ah, die billige Marke von Lidl. Freeway. Oh, die ist aber auch gut. Bin die besser. Ich finde es ja mal einfach mal krass, dass ein normaler Coca-Cola 18 Zuckerwürfel drin sind, ne? Ja. Alter, wie weit geht's denn hier noch? Also, ich bin jetzt momentan, ich finde nur noch hier die Stevia-Variante, diese live am Probieren. Ich hasse die. Naja. Mag die überhaupt nicht. Oh, bei mir geht das. Ich habe ja aufgehört, jetzt Light und Zero zu trinken. Gut. Einfach wegen diesem Aspartam, was da drin ist. Weil ganz ehrlich, ich hab mir das einmal gegeben, was das eigentlich ist. Ich habe danach wirklich abgereiert. Mein Vater hat mir mal erklärt, was das Ja? ist. Was ist das denn? Es wird Nervengas zum Beispiel verwendet, Ja. um das Gas nicht nach Gas riechen zu lassen, sondern nach etwas Süßem. Ganz genau. Zelda ist ein Nervengift. Und das finde ich ist eine riesengroße Schweinerei, dass man den Leuten absichtlich verkauft, dass das günstiger ist, um die damit Nervengift voll zu pumpen. Das ist kein Nervengift. Es zählt als Nervengift. Einfach nur als Süßungsmittel. Also. Das zählt aber mittlerweile schon als Kategorie Nervengift. Ich hatte mir da letztens noch mehrere Wikipedia-Artikel drüber durchgelesen. Oder noch weitere Artikel. Alter, ist die Höhle fett. Die Kennst braunen Pilze hat man zum Verzaubern gebraucht, ne? was, was, was? Ja, danke, ich dich auch. Hä? Braune Pilze zum Verzaubern, sag ich schon, zum Tränke machen. Wofür? Fermented Spider-Eye? Ja, dann braune Pilze. Ja, okay. Gut, dass ich hier nur die roten finde. Also ich glaube, gleich können wir schon mal wenigstens nein. Geht's oder brauchst du einen Tierarzt? Alter, das Skelett einfach nicht getroffen hab, ne? Oh, shit. Christian, Ja. wir sind bei 28 Minuten. Doch, bin ich schneller als gedacht. Ja. Okay, dann tschüss, oder? Ja, Moment. Ich habe hier noch gerade einen Überlebenskampf. Sehr schön. Ich jetzt schon den zweiten. Den dritten. Nein, 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 Baue mich nein. kurz hier ein. Und sehe schon die Spinne, die mich gleich vergewohltätigen will. Und ich auch den von hier nicht angreifen. Oh doch. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.